Hallo, liebe Mitarbeiter, natürlich wollen wir euch auch zeigen, was das Ergebnis der ersten Wochenaufgabe war. Die erste Aufgabe hieß ja, schickt uns eure Frühlingseindrücke. Und wir haben uns sehr über all eure Zusendungen gefreut. Wir sehen hier zum Beispiel die Frühlingseindrücke von Florian, der uns die wunderbaren Bäume geschickt hat und natürlich auch, wie er beim Frühlingsspaziergang die Sonne genießt. Aber der Florian, der hatte auch noch einen echten Spaß. Der hat uns nämlich auch einen echt fränkischen Mundschutz geschickt. Hier sehen wir den Frühlingseindruck von Eva. Eva hat uns diesen wunderschön blühenden Strauch geschickt. Und auch der Dominik hat uns daran teilhaben lassen, wie er die Blumen im Garten bestaunt. Hier noch seine schönen Blumen in Großaufnahme. Und auch hier sehen wir einen fleißigen Mitarbeiter, der zu Hause unterstützt beim Blumengießen. Stefan grüßt alle und schickt uns ganz tolle Bilder auch von seinem Pool zu Hause. Auch der Philipp war fleißig und hat fleißig für den Frühling gebastelt. Vielen Dank für den Philipp dafür. Und Renate hat sich besonders über die Wochenaufgabe gefreut. Sie hat uns auch ein tolles Bild geschickt und auch einen Brief, in dem steht: Ich gehe viel spazieren, ich setze mich viel in den Garten oder mache ein Puzzle und spiele mit meinem Tablet. Ich hoffe, ihr seid alle gesund. Viele Grüße sendet euch Renate. Renate freut sich über Post. Wer Renate also einen Brief schreiben möchte, kann den gerne zu uns an die Ohmstraße schicken. Wir leiten ihn dann weiter. Die Wohnstätte Dr. Maria Probststraße war ganz fleißig. Das ganze Haus hat an der Wochenaufgabe mitgewirkt. Hier sehen wir die Eindrücke der gebastelten Frühlingsblumen, die jetzt auch den Garten zieren. Vielen Dank, liebe Mitarbeiter, dass ihr euch so bemüht habt und so tolle Blumen gebaut habt. Die Patricia hat uns auch etwas geschickt. Eine wunderbar gebastelte Blumenwiese mit einer tollen Sonne. Vielen Dank, Patricia, dafür. Und auch Manuel und Michelle haben uns ein tolles Frühlingsbild geschickt. Manuel und Michelle vermissen euch alle und die Arbeit. Sie wünschen euch alle Gesundheit und freuen sich, wenn man sich bald wiedersehen kann. Und auch ein Video hat uns erreicht. Lieber Michael, vielen Dank für deine Frühlingseindrücke bei deiner Radtour.